Basketball für Anfänger, ich bin Coach S und heute zeige ich dir, wie du einen Korbleger machen kannst. Jetzt zeige ich dir die drei wichtigsten Elemente, einen Korbleger machen zu können. Und zwar, wir brauchen zwei Reifen. Ich bin unten dem Korb, ein Schritt nach rechts oder ein Meter sozusagen. Das ist meine Sprungposition. Und hier wurf ich den Ball. Ich mache einen Schritt zurück, dann stelle ich den zweiten Reifen. Und es ist ganz wichtig, den richtigen Abstand zu messen und zu haben. Zweite, was wichtig ist, immer die Dreieck oben zu treffen. Und drittens ist sehr wichtig, diesen Spin-Move zu haben. Ja? Wenn ich hier bin, einfach auf dem Brett mit dem Spin-Move. Und dann treffe ich immer. Jetzt, das zeige ich ganz langsam. Das ist meine Ausgangsposition. Ich schaue mal immer, wo der Korb ist. Ich bin bereit. Dann mache ich einen Dribbling mit rechter Hand und linken Fuß. Und dann bei dem zweiten Schritt, hier fange ich schon den Ball. Also, rechter Arm und linken Bein. Fange ich den Ball, 1, 2, drücke den Spin-Move in die Dreiecke und dann treffe ich. Nochmal. 1, 2. Nochmal. 1, 2. Und finish. Nächstes Mal, wir werden reden über andere Variationen von Korbleger, und zwar Finger-Roll, Unterarm-Korbleger. Sei dabei.